So, da sind wir wieder. Halbe Sekunde für euch, 3 Minuten für mich ungefähr und weiter geht es. Nicht lange trödeln hier. Die ganzen Erdklümpchen hier von der Wand ruppen. Schon wieder ein Korkboard. Ha, ha, ha. Ich werde jetzt weiter ein bisschen drauf rumreiten. Weil das rutscht mir dann halt einfach so raus, das Wort. Und dann werde ich als Gronkh-Nachmacher bezeichnet, der ich auch gar nicht sein will. Ich habe jetzt mal eine Idee. Ich mache jetzt hier einfach mal Tageslicht. Bringe ich einfach mal rein. Sieht doch gleich viel schöner aus als dieses Fackellicht. Wir gehen mal noch diese 2 Ebenen nach hinten erstmal und dann reicht das erstmal für diesen Basisraum, den wir eh ausbauen müssen. Weil so können wir das ja wohl nicht lassen, ne? Oder seht ihr das anders? So. Und da ist die nächste Schippe kaputt. Nicht weiter schlimm. Ist eh nur noch ein bisschen Erde hier. Eine Reihe, nee, zwei. Egal. Wir haben Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Naja, nicht unbedingt, aber wir haben Zeit. So. Sieht doch schon mal größer aus. Hier, mach mal hier zu. Zack. Und Dugleit. So. Das hier hin. Wir verarbeiten das mal gerade zu Bone Meal. Dann haben wir mehr Platz. Man muss sich nur zu helfen wissen. So. Tada. Und jetzt würde ich sagen, geht es auch schon weiter. Und zwar würde ich sagen, ach, da ist schon wieder was gekommen. Mensch, das geht ja fix hier. Haben wir schon mal für Papier gesorgt, würde ich sagen. Das geht schon weiter, insofern, dass ich jetzt erstmal hier diesen Gang künstlich verkleinern werde. Warum, weiß ich nicht. Doch, weiß ich schon. Damit man hier nicht einfach so reinspazieren kann und alles kaputt machen kann. Wer das wohl sein könnte auf dieser, in dieser gesamten Welt, auf dieser ganzen Erde, wo nur ein Mensch lebt und das ist mein Minecraft-Spieler. Vielleicht irgendein Tier. Oder ein Creeper kommt zu uns durchgeschwommen, er kann plötzlich tauchen und steht bei uns in der Basis und dann haben wir ein ganz großes Problem. So, wisst ihr, dadurch mache ich das jetzt. Vielleicht können die sich ja irgendwie anlernen zu tauchen. Dann hätten wir immer noch ein Problem, weil sie dann einfach dahin tauchen könnten, fällt mir dazu ein. Aber egal, nee, die Luft wird ja nicht ausreichen. Wahrscheinlich, vermutlich. Moment mal, funktioniert das noch? Klar, funktioniert das. Funktioniert das noch? Klar, funktioniert das nicht. So. Ja. Sieht doch schon nicht schlecht aus. Hier auch noch einen vor. Zack. Da. So, hier können wir, glaube ich, keinen mehr hinsetzen. Oder? Doch. Hier müssten wir auch noch einen hinsetzen können. Nee. Können wir gar nicht. Stimmt ja, da ist ja eine Kante jetzt. Nicht weiter schlimm. Probieren geht über Studieren. Ups. So, warum sieht denn das Wasser so komisch aus? Ist irgendwie wärmer als das andere oder ist, warum ist das dunkler oder heller oder beiger, weiß ich nicht. Ist nicht so bläulich. So. So. Mir geht das Wort so langsam auf den Sack, weil ich immer so sage. So. Zu, nicht zu. Verdammt. Das war ein zu viel. Und jetzt geht es weiter. Hallöchen, Herr Creeper. Oh mein Gott, ey. War das gerade eine Schrecksekunde oder war das gerade eine Schrecksekunde? Meine Herren, du. Der hat mich ein bisschen verjagt.
Genau, wegen der Weizenfarm. Wollte ich gucken, habe ich Weizen oder so? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, ich habe keinen Weizen. Müssen wir uns erst Weizen holen. Okay, können wir schon mal Steine reinpacken. So. Wir haben ein Weizen. Hey, das können wir vermehren. Hey. Das bringt uns aber nichts. Hey, weil das dauert dann ewig. Hey, so. Wir haben noch eine Truhe. Die setzen wir gleich mal hier hin und da packen wir Dreck rein. Eine Truhe für Dreck. Wie kommt man denn nochmal an Weizen? War das jetzt durch Gras zerhauen oder? Ja, oder? Das war doch, indem man das Gras kaputt gehauen hat, richtig? Oder was? Nee. Nee, Moment mal, das war ganz früher. Nee, doch. Richtig. Richtig. Sonst musste man nämlich auch mit einer Sense so einfach so übers Gras gehen, dass man an. Warum sage ich eigentlich Weizen? Das ist doch. Oder ist das Weizen? Bin mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher, da sind Knochen. Hier ist Eis. Way! Rutschpartei! Feierst du eine Party? Oder wie geht das? Wer guckt kein SpongeBob? So, das geht da rein. Ihr kennt ja meine Mülleimertechnik. Eigentlich. Achso. Warum bleibt das jetzt hängen? Ist ein Wasser drunter? Scheint nicht so. Oh, das ist Kohle, das ist mir jetzt aber egal. Hier stehen alles Fackeln von mir. Machen wir eine Party? Mr. Krabs, machen Sie eine Party? SpongeBob, feierst du eine Party? So. Ich rede hier wieder Quatsch und Unsinn. Ich finde ja SpongeBob, geh weg, nerv nicht. Ist eine Sendung, die kann man sich als Kind angucken, was ich früher getan habe. Drüber lachen. Und die kann man sich auch noch als Heranwachsender oder Erwachsener angucken. Oder junger Erwachsener von mir aus. Weil SpongeBob hat einfach so viele versteckte Witze. Beziehungsweise die Macher von SpongeBob haben so viele Witze eingebracht, die so versteckt sind, die man einfach als Kind gar nicht erkennt. Aber als junger Erwachsener oder Heranwachsender oder was auch immer, dann einfach drüber lachen muss. Weil es einfach so. Ah, wie soll ich es ausdrücken? Weil es einfach so. Ja, so Witze sind, die man als Kind halt nicht versteht. So. Erstens das. Und dann haben die noch eingebaut so Sachen, wo man als Kind drüber lacht. Was eigentlich total, wenn man im Nachhinein drüber nachdenkt. Total. Halt! Stopp! Ich hab was falsch gemacht. Braucht doch. Nee, doch, ist richtig. Genau, wenn man total. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Dass dieses abgefuckte Gras auch noch Weizen gibt, das ist doch schon voll braun. Genau, wo man total zum vierten Mal oder so und drüber nachdenkt, sind es Witze, wo man als Kind halt drüber lacht. Und als Erwachsener halt nicht mehr, weil es einfach. Aber wie ist denn das Wort dafür? Das ist dann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es dann einfach. Ich würde nicht sagen, nicht mehr lustig. Das ist ein anderes Wort, suche ich, aber egal. So, jetzt waren wir beim Thema SpongeBob. Und dann bin ich zwischendurch beim Thema Andreas von Frauentausch gelandet. Weil ich gedacht hatte, ich brauche doch gar nicht so viel Weizen, aber ich brauche ja eigentlich viel mehr sogar noch. Und ich kann es mir eigentlich noch viel einfacher machen. Und zwar viel einfacher. Das ist zwar ein bisschen Verschwendung, aber wir kriegen ja genug rein. Wenn ich jetzt einfach so mache, zack. Und anstatt hier 1000 Wege lang laufe und das suche. Genau. Wer kennt ihn nicht? Andreas von Frauentausch. Psycho-Andreas. Wer kennt ihn nicht? Das ist genau so eine. Ah, so eine Legende. Jetzt komme ich nicht drauf. Diese Erdbeer, Nadja Erdbeerkäse, kennt ihr die? Die einfach, ich sag mal, die dümmste Person dieser Erde ist, möchte ich schon fast sagen, wobei es ja eh nur gespielt ist, aber
einfach so unglaublich gut gespielt ist, dass diese Nadja Erdbeerkäse, die heißt nicht wirklich Erdbeerkäse übrigens, einen Oscar verdient hat. Weil das Frauentausch und RTL allgemein, RTL 2, der ganze Kram, Volksverdummung und so weiter, sowieso gespielt ist, ist ja klar. Zumindest, ich würde mal sagen, 99,9% der Fälle. Und gleich reicht es auch hier.